براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Eine Lossagung von Seiten Allahs und seines Gesandten an diejenigen unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. Nun zieht im Land 4 Monate umher und wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und dass Allah die Ungläubigen in Schande stürzt. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Und eine Bekanntmachung von Seiten Allahs und seines Gesandten an die Menschen am Tag der großen Pilgerfahrt, dass Allah der Verpflichtung gegenüber den Götzendienern ledig ist. Und auch sein Gesandter. Wenn ihr nun bereut, so ist es besser für euch. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, so wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt. Und verkünde denen, die ungläubig sind, schmerzhafte Strafe. Mit Ausnahme derer von den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt und die es euch in nichts haben fehlen lassen und niemanden gegen euch beigestanden haben. So erfüllt ihnen gegenüber ihren Vertrag bis zu der ihnen eingeräumten Frist. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Dies, weil sie Leute sind, die nicht Bescheid wissen. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Wie sollte es denn für die Götzendiener bei Allah und bei seinem Gesandten einen Vertrag geben, außer für diejenigen, mit denen ihr bei der geschützten Gebetsstätte einen Vertrag abgeschlossen habt? Solange sie sich euch gegenüber recht verhalten, verhaltet auch ihr euch ihnen gegenüber recht. Gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Wie sollte es einen Vertrag geben, wo sie doch, wenn sie die Oberhand über euch bekommen, euch gegenüber weder Verwandtschaftsbande noch Schutzvertrag beachten? Sie stellen euch mit ihren Mündern zufrieden, aber ihre Herzen weigern sich, und die meisten von ihnen sind Frevler. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Sie haben die Zeichen Allahs für einen geringen Preis verkauft und damit von seinem Weg abgehalten. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegten. Sie beachten gegenüber einem Gläubigen weder Verwandtschaftsbande noch Schutzvertrag. Das sind die Übertreter. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann sind sie eure Brüder in der Religion. Wir legen die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. Wenn sie ihre Eide aber nach Vertragsabschluss brechen und eure Religion schmähen, dann kämpft gegen die Anführer des Unglaubens. Für sie gibt es ja keine Eide, auf das sie aufhören mögen. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. Wollt ihr nicht gegen Leute kämpfen, die ihre Eide gebrochen haben und vorhatten, den Gesandten zu vertreiben, wobei sie zuerst gegen euch mit Feindseligkeiten anfingen? Fürchtet ihr sie? Aber Allah hat ein größeres Anrecht darauf, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr gläubig seid. Kämpft gegen sie. Allah wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die Brüste von gläubigen Leuten heilen und den Grimm in ihren Herzen vergehen lassen. Allah nimmt die Reue an, von wem er will. Allah ist allwissend und allweise. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Oder meint ihr etwa, dass ihr in Ruhe gelassen werdet, ohne dass Allah zuvor diejenigen kenne, die von euch sich abgemüht und außer Allah, seinem Gesandten und den Gläubigen, keinen Vertrauten genommen haben? Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Es steht den Götzendienern nicht zu, Allahs Gebetsstätten zu bevölkern, wo sie gegen sich selbst Zeugnis ablegen durch den Unglauben. Deren Werke werden hinfällig. Und im Höllenfeuer werden sie ewig bleiben. Gewiss, Allahs Gebetsstätten bevölkert nur, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Diese aber werden vielleicht zu den Rechtgeleiteten gehören. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Stellt ihr etwa die Tränkung der Pilger und das Bevölkern der geschützten Gebetsstätte den Werken dessen gleich, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt und sich auf Allahs Weg abmüht? Sie sind nicht gleich bei Allah,
und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person abgemüht haben, haben einen größeren Vorzug bei Allah. Das sind die Erfolgreichen. Ihr Herr verkündet ihnen Barmherzigkeit von sich und Wohlgefallen und Gärten, in denen sie beständige Wonne haben. Ewig und auf immer darin zu bleiben. Gewiss, bei Allah gibt es großartigen Lohn. Ja, ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu abaakum wa ikhwanakum awliyaa in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaa'ika humudh dhaalimun. O die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Schutzherren, wenn sie den Unglauben mehr lieben als den Glauben. Wer von euch sie zu Vertrauten nimmt, das sind die Ungerechten. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sag, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure Sippenmitglieder Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und das Abmühen auf seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen. Und auch am Tag von Hunain, als eure große Anzahl euch gefiel, euch aber nichts nutzte, die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Daraufhin sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab. Und er sandte Heerscharen, die ihr nicht saht, herab und strafte diejenigen, die ungläubig waren. Das war der Lohn der Ungläubigen. Hierauf nimmt Allah nach alledem die Reue an, von wem er will. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, ayyuha alladhina amanu, innama al-mushrikuna najas, fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. O die ihr glaubt, die Götzendiener sind fürwahr unrein. So sollen sie sich der geschützten Gebetsstätte nach diesem, ihrem Jahr nicht mehr nähern. Und wenn ihr deshalb Armut befürchtet, so wird Allah euch durch seine Huld reich machen. Wenn er will, gewiss, Allah ist allwissend und allweise.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und seine Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Die Juden sagen, Esra ist Allahs Sohn, und die Christen sagen, der Messias ist Allahs Sohn. Das sind ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie. Wie sie sich doch abwendig machen lassen. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen außer Allah, sowie den Messias, den Sohn Marias, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah besteht darauf, sein Licht doch zu vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. O die ihr glaubt, viele von den Gelehrten und den Mönchen verschlingen fürwahr den Besitz der Menschen auf nichtige Weise und halten von Allahs Weg ab. Diejenigen, die Gold und Silber horten und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Am Tag, da im Feuer der Hölle darüber heiß gemacht wird und damit ihre Stirnen, ihre Seiten und ihre Rücken gebrandmarkt werden, dies ist, was ihr für euch selbst gehortet habt, nun kostet, was ihr zu horten pflegtet. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن Gewiss, die Anzahl der Monate bei Allah ist 12 Monate, im Buch Allahs festgelegt am Tag, da er die Himmel und die Erde schuf.
Davon sind vier geschützt. Das ist die richtige Religion. So fügt euch selbst in ihnen kein Unrecht zu und kämpft gegen die Götzendiener allesamt, wie sie gegen euch allesamt kämpfen. Und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Das Verschieben eines Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt. Sie erklären ihn in einem Jahr für ungeschützt und in einem anderen Jahr für geschützt, um der Anzahl dessen gleichzukommen, was Allah für geschützt erklärt hat. So erklären sie für ungeschützt, was Allah für geschützt erklärt hat. Ihre bösen Taten sind ihnen ausgeschmückt worden. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. O die ihr glaubt, was ist mit euch, dass, wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lasst? Seid ihr mit dem diesseitigen Leben mehr zufrieden als mit dem Jenseits? Aber der Genuss des diesseitigen Lebens wird im Jenseits nur gering erscheinen. Wenn ihr nicht ausrückt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen und euch durch ein anderes Volk ersetzen, und ihr könnt ihm keinerlei Schaden zufügen. Allah hat zu allem die Macht. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von zweien vertrieben, als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, gewiss, Allah ist mit uns. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Heerscharen, die ihr nicht saht, und erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren, während Allahs Wort doch das Hohe ist. Allah ist allmächtig und allweise. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Rückt aus, leicht oder schwer, und müht euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf Allahs Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Wenn es um nahe Glücksgüter und eine mäßige Reise ginge, würden sie dir wahrlich folgen. Aber die Entfernung ist ihnen zu weit. Und dennoch werden sie bei Allah schwören, wenn wir es könnten,
würden wir fürwahr mit euch hinausziehen. Dabei vernichteten sie sich selbst. Doch Allah weiß, dass sie wahrlich lügen. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Allah verzeihe dir. Warum hast du ihnen erlaubt, zurückzubleiben, bevor sich dir diejenigen klar gezeigt haben, die wahrhaftig sind, und du die Lügner kennst? Diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, bitten dich nicht um Erlaubnis, sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person nicht abzumühen. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Um Erlaubnis bitten dich nur diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag nicht glauben und deren Herzen zweifeln, so zaudern sie in ihrem Zweifel. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, hätten sie fürwahr Vorbereitungen dazu getroffen. Aber Allah war ihr Ausziehen zuwider, und so hielt er sie zurück. Und es wurde gesagt, so bleibt daheim mit denjenigen, die daheim sitzen bleiben. Wenn sie mit euch hinausgezogen wären, hätten sie euch nur Verwirrung gebracht und wären unter euch fürwahr umhergelaufen, im Trachten danach, euch der Versuchung auszusetzen. Und unter euch gibt es manche, die immer wieder auf sie horchen. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Sie haben bereits zuvor danach getrachtet, euch der Versuchung auszusetzen und haben dir die Angelegenheiten umgekehrt, bis die Wahrheit kam und die Anordnung Allahs erschien, obwohl es ihnen zuwider war. Unter ihnen gibt es manche, die sagen, erlaube mir zurückzubleiben und setze mich nicht der Versuchung aus. Dabei sind sie doch in Versuchung gefallen. Und wahrlich, die Hölle umfasst die Ungläubigen. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون Wenn dich etwas Gutes trifft, tut es ihnen leid. Wenn dich jedoch ein Unglück trifft, sagen sie, wir haben unsere Angelegenheit schon zuvor selbst übernommen und kehren sich froh ab. Sag, uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr. Auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون Sag, erwartet ihr für uns etwas anderes als eines der beiden schönsten Dinge?
Wir erwarten für euch, dass Allah euch mit einer Strafe von ihm oder durch unsere Hände trifft. So wartet nur ab. Gewiss, wir warten mit euch ab. قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Sag, gebt freiwillig oder widerwillig aus. Es wird von euch doch nicht angenommen werden. Ihr seid ja frevlerische Leute. Und nichts anderes verhindert, dass ihre Ausgaben von ihnen angenommen werden, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen, sich nur schwerfällig zum Gebet begeben und nur widerwillig ausgeben. So sollen dir weder ihr Besitz noch ihre Kinder gefallen. Allah will sie damit ja nur im diesseitigen Leben strafen und dass ihre Seelen im Tod dahingehen, während sie ungläubig sind. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Und sie schwören bei Allah, dass sie fürwahr zu euch gehören, während sie nicht zu euch gehören, sondern sie sind Leute, die ängstlich sind. Wenn sie einen Zufluchtsort oder Höhlen oder sonst ein Schlupfloch fänden, würden sie sich wahrlich dorthin wenden, und zwar fluchtartig. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Und unter ihnen gibt es manche, die gegen dich wegen der Almosen nörgeln. Wenn ihnen davon gegeben wird, zeigen sie Wohlgefallen. Wenn ihnen davon aber nichts gegeben wird, zeigen sie sogleich Missfallen. Wenn sie doch mit dem zufrieden wären, was Allah und sein Gesandter ihnen gewährten, und sagten, unser Genüge ist Allah, Allah wird uns etwas von seiner Huld gewähren, und auch sein Gesandter. Gewiss, nach Allah steht unser Begehren. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Die Almosen sind nur für die Armen, die Bedürftigen, diejenigen, die damit beschäftigt sind, diejenigen, deren Herzen vertraut gemacht werden sollen, den Loskauf von Sklaven, die Verschuldeten auf Allahs Weg und für den Sohn des Weges, als Verpflichtung von Allah. Allah ist allwissend und allweise. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Unter ihnen gibt es diejenigen, die dem Propheten Leid zufügen und sagen, er ist ein Ohr,
Sag, er ist ein Ohr des Guten für euch. Er glaubt an Allah und glaubt den Gläubigen. Und er ist eine Barmherzigkeit für diejenigen von euch, die glauben. Für diejenigen aber, die Allahs Gesandtem Leid zufügen, wird es schmerzhafte Strafe geben. Sie schwören euch bei Allah, um euch zufriedenzustellen. Aber Allah und auch sein Gesandter hat ein größeres Anrecht darauf, dass sie ihn zufriedenstellen, wenn sie gläubig sind. Wissen Sie denn nicht, dass es für denjenigen, der Allah und seinem Gesandten zuwiderhandelt, dass es für ihn das Feuer der Hölle gibt? Ewig darin zu bleiben, das ist die gewaltige Schande. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Die Heuchler fürchten, dass eine Sure über sie offenbart werden könnte, die ihnen kundtut, was in ihren Herzen ist. Sag, macht euch nur lustig, Allah wird herausbringen, was ihr fürchtet. Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen, wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Sag, habt ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht, ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Wenn wir auch einem Teil von euch verzeihen, so strafen wir einen anderen Teil dafür, dass sie Übeltäter waren. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Die Heuchler und die Heuchlerinnen stammen voneinander. Sie gebieten das Verwerfliche und verbieten das Rechte und halten ihre Hände geschlossen. Sie haben Allah vergessen und so hat er sie vergessen. Gewiss, die Heuchler sind die wahren Frevler. Allah hat den Heuchlern und den Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Feuer der Hölle versprochen, ewig darin zu bleiben. Es ist ihre Genüge, und Allah hat sie verflucht, und für sie gibt es beständige Strafe. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Es ist wie mit denen, die vor euch waren. Sie hatten stärkere Kraft als ihr und mehr Besitz und Kinder. Sie genossen ihren Anteil und dann habt ihr euren Anteil genossen, wie diejenigen, die vor euch waren, ihren Anteil genossen haben. Und ihr habt schweifende Gespräche geführt, wie die Gespräche, die sie führten. Deren Werke werden im Diesseits und im Jenseits hinfällig. Das sind die Verlierer. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Ist ihnen nicht die Kunde von denjenigen zugekommen, die vor ihnen waren, des Volkes Noahs, der Ad und der Samud, des Volkes Abrahams, der Bewohner von Medien und der umgestürzten Städte? Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Niemals ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche, verrichten das Gebet und entrichten die Abgabe und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah sich erbarmen wird. Gewiss, Allah ist allmächtig und allweise. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah hat den gläubigen Männern und Frauen Gärten versprochen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und gute Wohnungen in den Gärten Edens. Wohlgefallen von Allah ist aber noch größer. Das ist der großartige Erfolg. Ja, ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und Heuchler ab und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. Sie schwören bei Allah, sie hätten es nicht gesagt, aber sie haben ja das Wort des Unglaubens gesagt und sind, nachdem sie den Islam angenommen hatten, ungläubig geworden. Sie hatten vor, das auszuführen, was sie doch nicht erreicht haben, und sie grollten darüber nur, dass Allah und auch sein Gesandter sie von seiner Huld reich gemacht hat. Wenn sie nun bereuen, ist es besser für sie. Wenn sie sich aber abkehren, wird Allah sie mit einer schmerzhaften Strafe im Diesseits und Jenseits strafen. Und sie werden auf der Erde weder Schutzherrn noch Helfer haben. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Unter ihnen gibt es manche, die gegenüber Allah eine Verpflichtung eingegangen sind. Wenn er uns etwas von seiner Huld gewährt, werden wir ganz gewiss Almosen geben und ganz gewiss zu den Rechtschaffenen gehören. Als er ihnen aber von seiner Huld gewährt hatte, geizten sie damit. Und sie kehrten sich widerstrebend ab. So setzte er als Folge davon in ihre Herzen Heuchelei bis zum Tag, an dem sie ihm begegnen werden, dafür, dass sie gegenüber Allah brachen, was sie ihm versprochen hatten, und dass sie zu lügen pflegten.
Wissen Sie denn nicht, dass Allah Ihr Geheimes und Ihre vertraulichen Gespräche kennt und dass Allah der Allwisser der verborgenen Dinge ist? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Diejenigen, die gegen die Freiwilligen unter den Gläubigen wegen der Almosen verhöhnen und auch gegen diejenigen, die nichts als ihre Mühe als Leistung zu erbringen finden und dann über sie spotten, Allah spottet über sie und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Bitte um Vergebung für sie oder bitte nicht um Vergebung für sie. Wenn du auch 70 Mal um Vergebung für sie bittest, so wird Allah ihnen doch nicht vergeben. Dies geschieht deshalb, weil sie Allah und seinen Gesandten verleugnet haben. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Die Zurückgelassenen waren froh darüber, dass sie hinter Allahs Gesandtem daheim sitzen geblieben sind. Und es war ihnen zuwider, sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abzumühen. Und sie sagten, rückt nicht in der Hitze aus. Sag, das Feuer der Hölle ist noch heißer, wenn sie es doch verstehen würden. So sollen sie ein wenig lachen und sollen häufig weinen als Lohn für das, was sie erworben haben. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Wenn Allah dich zu einem Teil von ihnen zurückkehren lässt und sie dich um Erlaubnis bitten hinauszuziehen, dann sag: Ihr werdet niemals mit mir hinausziehen und ihr werdet mit mir gegen keinen Feind kämpfen. Ihr seid ja das erste Mal damit zufrieden gewesen, daheim sitzen zu bleiben. Bleibt nun daheim sitzen mit denen, die zurückbleiben. Und bete niemals über jemandem von ihnen, der gestorben ist. Und stehe nicht an seinem Grab. Sie verleugneten ja Allah und seinen Gesandten, und sie starben als Frevler. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ihr Besitz und ihre Kinder sollen dir nicht gefallen. Allah will sie ja nur im Diesseits damit strafen. Und dass ihre Seelen im Tod dahingehen, während sie ungläubig sind. Und wenn eine Sure als Offenbarung hinabgesandt wird, glaubt an Allah und müht euch zusammen mit seinem Gesandten ab, dann bitten dich die Bemittelten unter ihnen um Erlaubnis und sagen, lasse uns mit denen zusammen sein, die daheim sitzen bleiben. Sie waren damit zufrieden.
zusammen mit den zurückbleibenden Frauen zu sein, und ihre Herzen wurden versiegelt. So verstehen sie nicht. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Aber der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, mühten sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person ab. Das sind die, für die es die guten Dinge geben wird. Und das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Allah hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Und diejenigen von den Wüstenarabern, die sich entschuldigen wollten, kamen her, um Erlaubnis zu erhalten. Und daheim blieben diejenigen sitzen, die Allah und seinen Gesandten belogen. Treffen wir diejenigen von ihnen, die ungläubig sind, schmerzhafte Strafe. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Kein Grund zur Bedrängnis wegen des Daheimbleibens ist es für die Schwachen, für die Kranken und für diejenigen, die nichts finden, was sie ausgeben können. Wenn sie sich gegenüber Allah und seinen Gesandten aufrichtig verhalten, gegen die Gutestuenden gibt es keine Möglichkeit, sie zu belangen. Allah ist allvergebend und barmherzig. Und auch nicht gegen diejenigen, die, als sie zu dir kamen, damit du ihnen gäbest, worauf sie mitreiten könnten, und du sagtest, ich finde nichts, worauf ich euch mitreiten lassen kann, sich abkehrten, während ihre Augen von Tränen überflossen, aus Traurigkeit darüber, dass sie nichts fanden, was sie ausgeben konnten. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Eine Möglichkeit zu belangen gibt es nur gegen diejenigen, die dich um Erlaubnis bitten, obwohl sie reich sind. Sie waren damit zufrieden, zusammen mit den zurückbleibenden Frauen zu sein. Allah hat ihre Herzen versiegelt, sodass sie nicht Bescheid wissen. Sie werden sich bei euch entschuldigen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Sag, entschuldigt euch nicht, wir werden euch doch nicht glauben. Allah hat uns ja von den Nachrichten über euch kundgetan. Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter. Hierauf werdet ihr zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden. Und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
Sie werden euch bei Allah schwören, wenn ihr zu ihnen zurückgekehrt seid, damit ihr von ihnen ablasst. So lasst von ihnen ab, denn sie sind ein Greuel. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle als Lohn für das, was sie erworben haben. Sie schwören euch, damit ihr mit ihnen zufrieden seid. Und wenn ihr auch mit ihnen zufrieden seid, so ist Allah doch nicht zufrieden mit dem Volk der Frevler. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Die Wüstenaraber sind mehr ungläubig und heuchlerischer, und es passt eher zu ihnen, dass sie die Grenzen dessen, was Allah auf seinen Gesandten als Offenbarung herabgesandt hat, nicht kennen. Und Allah ist allwissend und allweise. Unter den Wüstenarabern gibt es auch manche, die das, was sie als Spende ausgeben, als erzwungene Zahlung ansehen und für euch die Schicksalswendungen abwarten. Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein. Allah ist allhörend und allwissend. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Und unter den Wüstenarabern gibt es aber auch manche, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und das, was sie als Spende ausgeben, als Mittel der Annäherung zu Allah ansehen und auch die Gebete des Gesandten. Es ist sicherlich für sie ein Mittel der Annäherung zu Allah. Allah wird sie in seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind. Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an ihm. Und er hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Unter den Wüstenarabern in eurer Umgebung gibt es Heuchler, und auch unter den Bewohnern von El-Medina, die in der Heuchelei geübt sind. Du kennst sie nicht, aber wir kennen sie. Wir werden sie zweimal strafen. Und hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe zugeführt werden. Und es gibt andere, die ihre Sünden bekennen. Sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer anderen Bösen vermischt. Vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie reinmachst und läuterst, und bete für sie,
denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung. Allah ist allhörend und allwissend. Wissen sie denn nicht, dass Allah es ist, der die Reue von seinen Dienern annimmt und die Almosen nimmt, und dass Allah der Reue annehmende und barmherzige ist? وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Und sag, wirkt, Allah wird euer Tun sehen, und auch sein Gesandter und die Gläubigen. Und ihr werdet zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden. Und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Und wieder andere werden zurückgestellt, bis die Anordnung Allahs ergeht. Entweder straft er sie, oder er nimmt ihre Reue an. Allah ist allwissend und allweise. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Und es gibt auch diejenigen, die sich eine Gebetsstätte genommen haben in der Absicht der Schädigung und aus Unglauben und zur Spaltung der Gläubigen und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg geführt hat. Sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt, doch Allah bezeugt, dass sie fürwahr Lügner sind. Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin, eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah liebt die sich Reinigenden. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم Ist derjenige, der seinen Bau auf Furcht vor Allah und sein Wohlgefallen gegründet hat, besser oder der, der seinen Bau auf den Rand eines abstürzenden Hanges gegründet hat, sodass er mit ihm ins Feuer der Hölle abstürzt? Und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Ihr Bau, den sie errichtet haben, wird nicht aufhören, Zweifel hervorzurufen, bis ihre Herzen in Stücke gerissen sind. Allah ist allwissend und allweise. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit, in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt.
denn das ist der großartige Erfolg. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Für die Gläubigen, die in Reue umkehrenden, die Allah dienenden, die Lobenden, die auf Allahs Weg umherziehenden, die sich verbeugenden, die sich niederwerfenden, die das Rechte gebietenden und das Verwerfliche verbietenden, die Allahs Grenzen beachtenden, und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Dem Propheten und denjenigen, die glauben, steht es nicht zu, für die Götzendiener um Vergebung zu bitten, auch wenn es Verwandte wären, nachdem es ihnen klar geworden ist, dass sie Insassen des Höllenbrandes sein werden. Und die Bitte Abrahams um Vergebung für seinen Vater war nur wegen eines Versprechens, das er ihm gegeben hatte. Als es ihm aber klar wurde, dass er ein Feind Allahs war, sagte er sich von ihm los. Abraham war fürwahr weichherzig und nachsichtig. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Nimmer wird Allah Leute in die Irre gehen lassen, nachdem er sie rechtgeleitet hat, bis er ihnen darüber Klarheit gegeben hat, wovor sie sich hüten sollen. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Allah hat die Herrschaft über die Himmel und die Erde. Er macht lebendig und lässt sterben. Ihr habt außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer angenommen, die ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten, nachdem die Herzen einer Gruppe von ihnen beinahe abgeschweift wären. Hierauf hat er ihre Reue angenommen. Gewiss, er ist zu ihnen gnädig und barmherzig. Und die Reue der Dreien, die zurückgelassen wurden, bis die Erde ihnen eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Hierauf wandte er sich ihnen verzeihend zu, damit sie bereuen. Gewiss, Allah ist der Reue annehmende und Barmherzige. Ja, ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Es steht den Bewohnern von El-Medina und den Wüstenarabern in ihrer Umgebung nicht zu, hinter dem Gesandten Allahs zurückzubleiben und sich selbst und ihr Leben ihm vorzuziehen. Dies ist, weil sie weder Durst noch Mühsal noch Hunger auf Allahs Weg trifft, noch sie einen Schritt unternehmen, der die Ungläubigen ergrimmen lässt, noch einem Feind etwas Schlimmes zufügen, ohne dass ihnen dafür eine rechtschaffene Tat aufgeschrieben würde. Gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Auch geben sie keine Spende aus, ob klein oder groß, noch durchqueren sie ein Tal, ohne dass es ihnen als gute Tat aufgeschrieben würde, damit Allah ihnen das Beste vergelte von dem, was sie getan haben. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Es steht den Gläubigen nicht zu, allesamt auszurücken, wenn doch von jeder Gruppe von ihnen ein Teil ausrücken würde, um mehr von der Religion zu erlernen und um ihre Leute zu warnen, wenn sie zu ihnen zurückkehren, auf dass sie sich vorsehen mögen. Ja, ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza wa'alamu anna allaha ma'al muttaqin. O, die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind von den Ungläubigen. Sie sollen in euch Härte vorfinden. Und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Wenn eine Sure als Offenbarung herabgesandt wird, dann gibt es unter ihnen manche, die sagen: Wem von euch hat diese Sure seinen Glauben vermehrt? Was nun diejenigen angeht, die glauben, so hat sie ihren Glauben vermehrt, und sie freuen sich über die frohe Botschaft. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Krankheit ist, so fügt sie ihrem Greuel noch weiteren Greuel hinzu, und sie sterben als Ungläubige. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Sehen Sie denn nicht, dass Sie in jedem Jahr einmal oder zweimal einer Prüfung unterzogen werden? Aber hierauf bereuen Sie nicht und Sie bedenken nicht. Wenn eine Sure als Offenbarung herabgesandt wird, schauen Sie einander an. Sieht euch irgendjemand? Hierauf wenden Sie sich ab. Möge Allah Ihre Herzen abwendig machen, weil Sie Leute sind, die nicht verstehen. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Wenn sie sich aber abkehren, dann sag: Meine Genüge ist Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn verlasse ich mich, und er ist der Herr des gewaltigen Thrones.